Willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Sneaky Wolfenstein. Ja, Wolfenstein. Wir verstecken uns hier noch. Wir wurden zwar schon entdeckt, weil Mausi hier wieder die Truhen aufschießen musste. Ach scheiße, das schaffe ich nicht. Ich verliere gleich meine Tarnung. Und werfen kann ich immer noch nicht. Der hat es schon gesehen. Der hätte mich überhaupt nicht sehen können, ne? Ich stand hinter ihm. Ihr versperrt uns auch den Zugang. Wir müssen nämlich wieder zurück. Also dieser Jägerbrauten, ne? Schlimm, schlimm, schlimm. Dann lass schnell wieder jetzt durchlaufen da. Au, au, au. Hier schnell durch. Lol, jetzt haben wir sowieso alle Gegner weg. Das kriegst du hin, Mann. Jetzt ich wollte übrigens nicht in die Aufnahme begrüßen quatschen. Ist mir gerade so dazwischendurch eingefallen, dann ja, ist es schon rausgepurzelt. Ja, ist nicht so schlimm. Solange es nicht die Regel wird. Nee. Es kam rausgepurzelt, es tut mir leid. Aufgrund eines tragischen Terrorangriffs auf Bruder 3 bleibt dieser Perimeter gesperrt, bis der Turm wieder aufgebaut wird. Jetzt hat sich hier aber. Jetzt ist hier kein Respawn. Sag das mal nicht zu laut, doch. Ja, aber hier in der Ecke ist jetzt keiner gewesen. Wird jetzt extra geschleichert hier. Maus? Naja, ich bin schon unterwegs. Ja, ich sehe dich nicht. Du 10 Kilometer, Mausi, du. Du musst mich nicht sehen, es reicht, wenn du mich riechen tust. Ich rieche dich nicht. Ah ne, hier, Außenseite. Aber okay, hier ist auch noch nichts nachgespawnt. Also geben wir Gas. Schnell durch hier. Da war Geld. Ja, egal, durch hier. Aber eine Geldspur. Ja, durch hier. Sammelt sie ein. Weil guck mal, hier habe ich auch eine. Sag aber nicht später, du hättest dann wenig Geld, ne? Ja, aber hier habe ich auch eine. Eine große. Ich hätte auch eine große. So, und das sind jetzt hier die drei Dinger da. Alter, hat das gerade geleckt. Oh, yeah. Meine Meldungen liegen auf Eis, Baby. Aber hallo, Jess. So, dann zeig mir jetzt mal deine große. Ich lauf nur deinem Moors hinterher. Ihr Schönter. Wo waren der jetzt? Da. Hab ich schon auf. Oh. So, dann jetzt zur nächsten Quest. Suche nach den Attentäter. Anis hat uns erzählt über Regime-Roboter unschuldige Bürger in Paris abschlachten. Der Attentäter hat grauenvolle Spuren in der Gegenwart am Flussufer hinterlassen. Wir sollten hin und den Killer-Roboter jagen. Okay, dann machen wir das jetzt als erstes. Jetzt wird uns das auch richtig angezeigt. Das könnte vielleicht mit den wöchentlichen und täglichen zusammenhängen. Weil die kannst du ja überall abschließen. So. Dass ich deswegen vielleicht das falsche Gebiet ausgewählt habe. Gehst du mir mal kurz zur Hand, Jess? Weil wir hatten ja zum Beispiel eine Töte, was waren dann 20 Soldaten? Ja. Die haben wir ja schon fertig.
Denn die andere ist, finde Geld. Und rate mal, was du überall findest. Geld. Und Soldaten. Aber verstehst du jetzt so die Logik dahinter? Ein bisschen, ja. So, lass mal gleich durchjumpen bis zum U-Bahnhof, damit wir heute auch noch mal ein bisschen mehr schaffen als, sonst. Wie kann man hier hoch? Ah, Mann. Die will sich nicht festhalten. Ich bin oben. Wir treffen uns bei der U-Bahn. Oh, Muni. Das habe ich auch gerade gesehen. Düs. So, das wird mir jetzt am Flussufer auch in Siegemundviertel angezeigt. Okay, so, auf der Suche nach den Attentäter. Wir müssen auch nochmal in Labor X zurück, ne? Bin dein Hinterherreisesklave. Reise mir hinterher, ich habe dich an die Leine gesetzt. Du bist jetzt mein Hund. Demnächst kriegst du Hundefutter in Fallout. Okay, Katzenfutter. Besser? Ja. Für sowas, so eine Momente bräuchte man wirklich eine Cam. Wieso? Ja, weil sonst halt, die Zuschauer haben doch jetzt meinen Gesichtsausdruck nicht gesehen. Nee. Geteiltes Leben. Moni. Bist du denn schon wieder? Du bist schon wieder ja, oben. Ja, nein, ich schaff das nicht allein, Jeff. Ja klar, ich bin da... Hast du Bohnen gegessen? Du bist so schnell. Nee, keine Bohnen. Das ist meine wahre Muckikraft in den Beinen. Guck mal hier. Oh. Das wollte ich nicht. Machst du das auch wieder? Ja, so in etwa. Oh, Dieselkraft. Warum konnte ich jetzt Dieselkraft einsammeln, wenn ich eigentlich Dieselkraftwerk voll habe? Will ich nicht. Wenn du die Gegner im Real Life rammst, fliegen die dann auch so weit weg wie bei Fallout? Nee, die fliegen noch viel weiter. Oh. Weißt du, was mich gerade irritiert? Nee. Hier ist bis jetzt kein Gegner. Stimmt. Sehr froh, sag das nicht zu laut, oder sonst kommt das sowas nämlich. Oh, ich habe hier irgendwo eine Brille gefunden. 4D-Brillen. Hier ist irgendwo eine 3D-Brille. Hab sie. Und Money. Und Geld. Geld. Aber hier ist nirgends so jemand. Jetzt habe ich hier extra die Dieselkraft ausgepackt und... Ich glaube, da war was. Okay. Wir sind nah dran, Jess. Wir werden Papa bald finden. Hoffentlich geht es ihm gut, so. Ich habe ihn gesehen. Ich weiß auch, wo er lang ist. Der ist hier hinten lang. Ich habe noch nicht mal gesehen, was das war. Das war ein Roboter. Der ist dann hier von der einen Häuserwand zur anderen rübergejumpt. Lol. Ohne runterzufliegen, ne? Da ist er. Kacke, da ist der Jet. Auf ihn. Ach, der braucht schwereres Kaliber. Alter, was der aushält. Scheiße, ja. Holy moly, was der ausgehalten hat. Ich hab ihn fast gar nicht getroffen. Nee, ich jetzt auch nicht wirklich. Ich hatte denn eher auf deine Life geachtet. Was war das? Achso, du hast aufgesprengt. Nee, ich kann jetzt auch schon was aufmachen. Ich brauch da nicht gegenrennen. Aber gegenrennen ist cooler. Hast du jetzt schon mal meinen Schädel gesehen? Ja, das ist derselbe Cyborg, den ich auch hab. Oder nicht? Schädel, das ist der Schädelaufsatz. Was hast du denn? Geh mal unter J. Charakter?
Ich hab da Motorrüstungshelm-Schädel. Ne, ich hab da Cyborg. Er sah erst aus wie Cyborg. Deswegen. Oh Mann. Jetzt krieg ich auch noch einen Schluck auf. Ja, der Killer-Robot war ja jetzt irgendwie ein bisschen Geld. Einfach. Ein bisschen Geld. Oh, nochmal Geld. Ist das hier nicht der Weg zu Labor X? Doch, ne? Ist es schlimm, dass ich mir das nicht gemerkt habe? War das nicht der Weg zu Labor X? Na gut, da müssen wir jetzt sowieso zurück. Also könnten wir doch hier kurz gucken. Nee, das ist nicht Labor X. Nicht der Weg. Das war irgendein Bruder hier. Ja, stimmt. Das ist der Bruderturm von Siegesturm. Nee, unter dem Siegesturm haben wir doch den Fight gemacht. Ich habe keine Ahnung. Egal, lass uns zurück zur U-Bahn. Okay. Oh Mann, ich drück immer G statt J. Achso, kann man die Granaten auch loswerden, ne? Ja. Oder haben wir das vielleicht hier? Naja. Hier wird mir noch was angezeigt. Ich habe gerade die Quest gewechselt gehabt. Achso, irgendwo weiter hinten, aber... Oh, Geld. Das verschwindet immer wieder. Oder ist das jetzt die U-Bahn? Das müsste jetzt eigentlich die U-Bahn sein. Nochmal Geld. Wie schnell du denn Gas gibst. Geld. Ja, es geht um Geld. Bis Skins. Das Schockkraftwerk ist auch schon voll. Na, gucken wir mal, was da hinten ist. Das ist jetzt vermisste Widerstandskämpfer. Oder ist es auf dem Bereich hin zu oder irgendwas? Oh, diese Kraft. Wir sind so dumm, so. Wie konnten wir uns von Juju und Lothar so täuschen lassen? Kopf hoch, Schwesterherz. Sie haben alle getäuscht. Außer Abby, vermute ich mal. Ach, übrigens, waren sie Autos, ne? Kabum? Ja. Die müssen kaputt gemacht werden. Was auch immer es ist, wir sind bereit. Echt? Müsste man das nicht mit einer speziellen Waffe machen? Nee, hier ist nochmal Geld. Stand da jetzt eigentlich nicht. Da stand eigentlich nur... volle Kraft. Schließt tägliche Herausforderungen ab? Nee. Also auf wöchentliche. Ah, zerstöre Autos. Nee, haben schon 3 Stück. Okay. Haben schon 2 Stück. 3 Stück. Aber das scheint wirklich wieder der U-Bahn-Ausgang zu sein. Ja, es ist die Metro. Okay, das Elektrokraftwerk oder die Autos können nicht miteinander funktionieren. Egal, dann geben wir jetzt nochmal schnell ab. Dann haben wir das nochmal ein Pünktchen. Dann passt das eigentlich. Und dann können wir schon mal mit der nächsten beginnen. Sind aber doch schon ganz schön viele Nebenquests, die wir ausgelassen haben, ne? Naja, wir ziehen sie ja nach. Ja, aber trotzdem, das ist so... Wir hätten das eigentlich so Pillepu beim Endboss nachher haben können, hätten dann auf alles Maximum gehabt oder so. Und, ja, sind halt ein bisschen zu sehr gerusht. Aber Schatzi, weißt du, weil der eine Spruch heißt, ne? Ne? Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Richtig, also, ne? Jetzt gehen wir hier hinten nochmal ab, vielleicht hat sie nochmal eine Folgequest. So. Nun, hier ist Gebudit. Bravo, ich bin beeindruckt. Ihr habt die Bestie erledigt. Toll. Nee, Folgequest hat sie nicht. Das heißt auch
zur nächsten. Auf und davon. Ja, Level up. Es sind jetzt scheinbar nur noch drei vermissten Widerstandskämpfer. Mai, erstmal die hier. Und dann will ich mal gucken, ob ich die jetzt auch hier finde. Wird mir angezeigt in Bruder 3. Okay. Wir müssen klug und geduldig sein, wenn wir das Regime ausradieren wollen. Das heißt, wir dürfen jetzt nochmal direkt zu Bruder 3 reinrennen. Also nochmal den ganzen Weg wieder hoch da. Oh Mann. Aber nicht springen, oder? Ich glaube, das war Bruder 2. Bruder 3 war, glaube ich, der mit den Laserboden. Wo er denn am besten hätte man da ja eigentlich sagen können, der Boden ist Laser. Ja. Nicht? Mm-mm. Ist der Boden nicht Laser? Hauptsache nicht springen. Achso, Mausi? Mhm. Ich glaube, ich kaufe dir mal Super Mario oder sowas in der Richtung, damit du dann das Springen üben kannst. Weißt du, dass da mein Erzfeindspiel ist? Na? Kennst du auch bestimmt für den Gameboy, ich hatte das damals für den Gameboy Color. Bugs Bunny. Lass mich raten, Jump'n'Run Spiel? Ja, und rate mal, was ich noch nie gemacht habe. Jump'n'Run? Nee, durchgespielt. Ach so. Ich bin immer an der einen Mission verreckt. Okay. Remi Demi oder Schleichen? Entscheid dich schnell. Ich will mal Schleichen wieder mal probieren. Muss ich wieder Waffe wechseln. Also versteck dich, sonst sehen die dich wieder. Hey du! Ich hätte meine Medizin nehmen sollen! Sag ich doch! Waffen bereit machen! Ganz ehrlich, du blödes Mistding. Ich hab gerade auf Tarnung geklickt. Mega krass und voll extrem, Jack! Also ich hatte das jetzt nicht mit Absicht gemacht, falls du das denkst, Maus. Alles gut. Ich habe extra C gedrückt gehabt. Ich sehe hier gerade keinen Gegner, Hilfe. Ja, weil ich sie alle weggeknallt habe. Bis auf den da oben, der gerade runterfällt. Ich muss das mit ihm nicht umgeworfen werden, auch was. Ja. Oh, ich weiß, wo du bist. Ich stehe die ganze Zeit neben dir hier. Ich renne die ganze Zeit um dich herum. Jetzt ist ja das Problem. Du musst nachladen. Keine Munition. Ah! Ja, weiter so. Ich hab dir die Sicht. Ah, keine Muni mehr. Kabumm. So. Dir doch nicht für jeder Drohne verarschen. Zum Glück ist der Große nicht wieder da. Krieg ich bitte Rüstung? Ja. Du schaffst das, hab ich da einen Moment nicht drauf geachtet. Danke. Halt, rennst du immer wieder zurück? Da hier noch Gegner sind. Wo ist er denn? Das ist er bestimmt oben. Da, ja, ich sehe. Oben, auf der Plattform. Plattform? Hab dich! Ist tot. Okay. So, jetzt aber.
Tür öffnen. Sorry, das bist wegen mir verreckt. Ich war total verwirrt. Nee, ich bin die ganze Zeit um dich rumgetänzelt, weil ich jetzt nicht wusste, wo du genau hin wolltest. Und mir bist du auch nicht nachgelaufen und. Du bist dann wahrscheinlich immer in meinem Rücken hinterher. So, du siehst mich nicht. War irritierend für mich. So, jetzt aber. Jetzt funzt du. Bürger von Neuparis. Aufgrund eines tragischen Terrorangriffs auf Bruder 3 bleibt dieser Perimeter gesperrt, bis der Turm wieder aufgebaut wurde. Vielen Dank und einen schönen Tag. Stufenaufstieg. EZ. Kurz Dings aufladen. Achtung, da kommen wir schon um die Ecke. Um welche? Bei mir wurden da gerade welche angezeigt, wo du stehst. Ja, hier steht doch auch einer, den wollte ich eigentlich auch. Erschlagen. Jetzt hast du dich total irritiert, jetzt ist der andere und hat mich entdeckt. Schicken Verstärkung zu ihrer Position. Nach dieser Regime-Bastarde plattert, gibt's kein Morgen, Schwester! Negativ, Kommandant! Keine Soldaten für einen Verstärkungstrupp verfügbar! Eieiei. Hab ich ihn erwischt? Nähere mich von der Seite! Du näherst dich jetzt gar nicht mehr. Das habe ich mir auch gerade gehört. Wenn ich da oben nicht hochkomme, dann kriegst du eine Granate. Das machst du gut. Okay, hab ich ihn erwischt? So. Glaub schon, ja. Ja, aber wir haben. Ah, jetzt. So, es ist aber immer noch verwirrend jetzt. Es soll hier unten irgendwo sein, aber. Das ist viel, viel tiefer. Da wollen wir auch hoffen, dass wir jetzt hier hinten richtig lang laufen. Ansonsten beiße ich mir, glaube ich, in den Hintern. Na gut, dann machen wir jetzt hier aber nochmal den kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.